Herzlich willkommen und viel Spaß beim Video. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Spiel. Simes schreibt uns, Sie sind online, gut. Nennen Sie mich Simes, ich bin Ihr Anleiter bei Orwell. Zusammen bilden wir die erste und letzte Verteidigungslinie im Kampf gegen Terrorismus. Während dieser Testphase sind Sie eine der ersten Personen, die das Orwell-System unter echten Einsatzbedingungen verwenden. Sie wurden unter 1000 Bewerbern rund um den Globus ausgewählt. Eigentlich wären jetzt wohl ein paar Glückwünsche angebracht, aber wie Sie aus der Aufnahme sehen konnten, gab es einen Vorfall. Also, lassen Sie uns besser direkt anfangen. Moment, habe ich mich entmutet? Ja, habe ich, gut. Ich habe den Reader für Sie aktiviert. Er sammelt Lesezeichen zu Webseiten und anderen Dokumenten, um sie leicht zugänglich zu machen. Außerdem zeigt er an, wenn es auf diesen noch Informationen zu finden gibt. Zuallererst möchte ich, dass Sie sich ein Bild von der Situation machen. Unsere führende Online-Zeitung, der National Beholder, wird Sie auf den aktuellen Stand bringen. Ja, wir kommen direkt rein. Schlagzeilen. Ich würde schon sagen, das ist leer. Okay. Schauen Sie sich den National Beholder an, solange Sie mögen. Ich habe den Profiler aktiviert. Öffnen Sie die unbekannte Person darin, wenn Sie fertig sind. Die führende Zeitung der Nation. Schnell, präzise, ehrlich. Bombe zerstört, Freiheitsdenkmal, 3 Tote. Bonton. Detonation zerstört das Freiheitsdenkmal in Bonton. 3 Menschen sterben, 5 werden schwer verletzt. Rätselhafter Brief trifft bei Behörde ein. Terroristischer Hintergrund vermutet. Verhandlung in Triflet. Gescheitert. Triflet. Pargesischer Präsident bricht Verhandlungen mit der Opposition ab. Gewaltsame Aufstände in Triflet. Blaine fordert zur Wiederaufnahme. Dreharbeiten abgeschlossen. Valentinstag 2018, ein Film von Tsumishi Aran. Hillbury, Aufnahmen für die Grey Shadows Saga abgeschlossen. Dritter Teil der Reihe soll zum Valentinstag nächstes Jahr in die Kinos kommen. So. Das ist für uns eigentlich am wichtigsten. So. Bombe zerstört, Freiheitsdenkmal, 3 Tote, 13. April 2018. Das haben wir schon gelesen. Die Explosion ließ das Freiheitsdenkmal in Bonton völlig verwüstet zurück.
Anton, gegen 19:50 am Mittwochabend kam es zu einer Detonation auf dem Freiheitsplatz in Bonten. Offiziellen Polizeiberichten zufolge wurde dabei 3 Menschen getötet und mindestens 5 weitere schwer verletzt. Das Freiheitsdenkmal wurde nahezu völlig zerstört. Die Polizei riegelte das Gebiet umgehend weiträumig ab. Experten stuften den Vorfall als terroristischen Akt ein. Polizeiliche Untersuchungen legen zudem nahe, dass ein selbstgebauter Sprengsatz zum Einsatz kam, der aus kurzer Distanz mittels eines Handysignals ausgelöst worden sein könnte. Weiterhin soll einige Stunden zuvor ein anonymer Brief mit den ersten 3 Strophen des Volksliedes »Die Gedanken sind frei« bei lokalen Behörden eingegangen sein. Premierminister Blaine hielt noch am Abend eine Pressekonferenz ab, bei der er den Anschlag scharf verurteilte und die Nation in den Ausnahmezustand versetzen ließ, bis die Hintermänner ihren gerechte Strafe zugeführt worden seien. Ja, krass. Fängt schon mal sehr gut an. Ich glaube, ich muss hier sehr, sehr viel lesen. Die Verhandlungen in der von Aufständen erschütterten pargesischen Hauptstadt Triflet wurden gestern Abend ergebnislos abgebrochen. Unabhängige Quellen berichten, Präsident Kassad habe die Gespräche mit der Opposition ohne Vorwarnung beendet, nachdem diese einen konkreten Plan für die Organisation von Neuwahlen vorgelegt hatte. Die Neuigkeit über den vorzeitigen Abbruch der Gespräche veranlasste tausende Menschen, Protestaktionen in der Hauptstadt wieder aufzunehmen. Berichten zufolge warfen Gruppen vermummter Demonstranten Brandsätze in Schaufenster und auf Autos. Die Polizei hatte Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Premierminister Blair brachte seine Besorgung über die negative Entwicklung der politischen Situation im Nachbarland zum Ausdruck und forderte beide Seiten dazu auf, sich wieder an einen Tisch zu setzen. Ja, krass. Hillbury. Nach verlängerter Aufnahme in den Bontoner Anhöhen hat der selbsternannte Visionärregisseur Tsumishi Ara nun bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten für sein sehnsüchtig erwartetes Romantikdrama A Haunted Grey Shadows endlich beendet sind. Auf seinem Timelines-Profil teilte der Regisseur, außerdem mit, dass er begierig auf die Arbeit an der Nachbearbeitung und der finalen Schnittfassung sei, bevor der Abschluss der Grey Shadow Trilogie am nächsten Valentinstag in die Kinos kommen soll. Das dritte und letzte Kapitel der Grey Shadow Saga, vorherige Teile A Grey Shadow und Another Grey Shadow, wurde bereits vor 4 Jahren erstmalig angekündigt, dann aber mehrfach aufgrund von Produktionsproblemen verschoben. Fans der Reihe haben seither spekuliert, dass der Grund für die Verzögerung in der Trennung des Hollywood-Traumpaares Betty Avon und Mike McDeal zu suchen sei. Das Beziehungsaus soll bei den Dreharbeiten für einige Turbulenzen gesorgt haben. Ein Mitarbeiter der Produktionsarbeiten hatte die Streitigkeiten als total außer Kontrolle geraten bezeichnet. Aufnahmen zu jeder Szene mit beiden Schauspielern sollen die reinste Hölle gewesen sein, so der Mitarbeiter weiter. Auf unsere Anfrage hin tat die Produktionsfirma Rhubarb Productions diese Behauptungen jedoch als reine Mutmaßung ab. Okay. Also, wir suchen eine unbekannte Person. Der Profiler enthält alle Informationen über die Zielperson, die wir untersuchen. Das Profil, das Sie gerade geöffnet haben, ist für unsere Hauptverdächtige gedacht. Die blauhaarige Frau aus der Überwachungsaufzeichnung direkt vor dem Anschlag ist für die Behörde keine Unbekannte. Schauen Sie in Ihr Haftprotokoll. Die Cassandra.
Die hervorgehobenen Elemente in der Polizeiakte sind Teilstücke von Daten, die extrahiert und hochgeladen werden können. Wir nennen sie deshalb Data Chunks. Wenn Sie auf einen Data Chunk zeigen, wird im Detail angezeigt, welche Daten dem Profil bei einem Upload hinzugefügt werden. Klicken und ziehen Sie alle Datenchunks aus dem Haftprotokoll in das Profil, um sie auf den Server hochzuladen. Watergate Cassandra. Sehr gut. Bilder und Namen sind essentielle Informationen, damit Orwell-Personen identifiziert werden können. Informationen in Dokumenten können nur zu Data Chunks werden, wenn sie eindeutig mindestens einer Zielperson zugeordnet werden können. Fügen Sie den Grund für Miss Watergates vorherigen Arrest Ihrem Profil hinzu. Wir brauchen ihn, um fortzufahren. Ich würde noch mehr, ich würde das Alter auch reinpacken. Gut, mit den Daten aus der Polizeiakte in Orwell ist nun ein neues Dokument zugänglich geworden. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Glauben Sie an Zufall? Hallo Omni. Ich jedenfalls nicht. Finden Sie heraus, wo sie den Polizisten zuvor angegriffen hat. Dann sehen Sie auch, warum nicht. Ich würde gerne noch da Ihr Alter. Die Verdächtige wurde vor Ort unter Arrest angestellt, nachdem der Beamte Franklin von einem nicht bekannten Objekt getroffen worden war und das Bewusstsein verloren hatte. Der Platz um den Ort des Angriffs herum wurde zwangsweise von Demonstranten geräumt. Am Ort selbst wurde die Verdächtige auf dem Boden kniend und völlig aufgelöst vorgefunden. Auf die Aufforderung hin, sich flach auf den Boden und die Hände auf den Rücken zu legen, verhielt sie sich umgehend kooperativ. Ich würde noch mehr Sachen da reinpacken. Aber gut. Ist diese Frau eine Terroristin? Frau, die vor 2 Wochen mutmaßlich einen Polizeibeamten verletzte, ist weiterhin in Gewahrsam. Verfahren für August angesetzt. Sandra W., einfache Demonstrantin oder regierungsfeindliche Terroristin? Foto aus dem Polizeidepartement Bottenzentrum. Bonton, dieser Fall beschäftigt die Medien und die Öffentlichkeit. Cassandra W., die einen Polizeibeamten vor 2 Wochen mutmaßlich schwer verletzt hatte, verbleibt weiterhin in Untersuchungshaft. Der jungen Frau wird vorgeworfen, das Opfer vorsätzlich mit einem Ziegelstein am Kopf getroffen zu haben. Der Vorfall ereignete sich bei der Ausschreitung auf dem Freiheitsplatz am Rande einer Protestaktion gegen die neue Erweiterung des Sicherheitsgesetzes. Dem Modellprojekt der Regierung. Lecco mio omni! Oh. Genau derselbe Ort wie der Anschlag. Und dann taucht sie einfach direkt vor der Explosion dort auf. Das kann doch kein Zufall sein. Wie Sie sehen, läuft Miss Watergate trotzdem noch frei herum. Wir sollten klären, warum das so ist. Wir brauchen noch mehr Hintergrundinformationen zu ihr. Wir müssen genau wissen, mit wem, glaube ich, die haben da einen Fehler, mit wem wir es hier zu tun haben. Wegen der chaotischen Zustände zum Tatzeitpunkt war es der Polizei bisher nicht gelungen, der Beschuldigten die Straftat zweifelsfrei nachzuweisen. Cassandra W., vom Beruf Künstlerin, weist die Anschuldigung vollständig von sich und hat ihre Follower um Unterstützung gebeten. Ein Verfahren wurde nun für Mitte August angesetzt. Der Fall erhielt Aufmerksamkeit in der ganzen Nation. Nachdem sich Sicherheitsministerin Catherine Delacroix die Beschuldigte zusammen mit den anderen Demonstranten als regierungsfeindliche Terroristen bezeichnet hat. Bah, nicht zufällig eine, die Denkmäler in die Luft zu sprengen für Street Art hält? Ja, das ist jetzt Spekulation. Hallo Daniel. Großartig, Sie haben ein weiteres Dokument gefunden. Bevor wir jetzt weitermachen, lassen Sie uns kurz über Ihre Aufgabe sprechen und wie sie meine beeinflusst.
Sie haben jetzt alle Daten extrahiert, die ich bereits über Miss Watergate hatte. Von hier an bin ich diesen Fall betreffend völlig blind. Der Ethikkodex von Orwell schreibt vor, dass Ermittler wie Sie die einzigen sind, die auf Dokumente von Zielpersonen direkt zugreifen dürfen. Anleiter wie ich bekomme nur die Daten zu sehen, die Ermittler weitergegeben haben. Wir ziehen dann Rückschlüsse aus Ihnen und veranlassen das weitere Vorgehen. Ihre hauptsächliche Aufgabe besteht darin, mir Informationen zu liefern, die Sie für wichtig halten. Geben Sie mir niemals falsche oder irreführende Informationen. Bei einem Data-Chunk, den Sie nicht an Orwell weitergeben wollen, können Sie auf Deaktivieren klicken. Es kann aber sein, dass wir ohne einige Data-Chunks im Fall nicht weiterkommen. Okay. Ein Hafen für überragende Kunst. Sie hat sogar eine Website. Willkommen im Port von Cassandra Watergate. Hey, ich bin Cassie, eine quietschbunte Einwohnerin des Wunderlands am Ende des Regenbogens. Ist das wichtig? Ich glaube nicht. Schön, dass du mich gefunden hast. Endlich habe ich allen Mut zusammen bekommen und meinen stinklangweiligen Job gekündigt, um mich auf meine Künstlerkarriere zu konzentrieren, und zeige mein Zeug hier auf Portfolio. Unten könnt ihr eine handverlesene Auswahl meiner letzten Arbeiten bewundern. Mit einem Klick auf die Pfeile links und rechts könnt ihr durch die Bilder unten stöbern. Gefällt euch, was ihr seht? Na klar tut es das. Weil es verdammt geil ist, oder nicht? Schickt mir eine Nachricht an meine Util-Account für Cassie92 und sagt mir, was ihr haben wollt. Ich mache dann einen sauberen Kunstdruck und schicke es euch bis vor die Haustür. Und das Beste daran, komplett gratis. Was? Also haut rein und viel Spaß. Pop-Art, divers. Meine beliebtesten Fellknäule. Okay. Die einzige Familie, die ich brauche. Yep, das Prachtstück bin ich. Ich war mir nie so recht sicher, wie ich das Bild nennen soll. Vergessene Unternehmertochter oder besser Traditionalismusopfer in Pink. Was denkst du? Unternehmenstochter? Das ist schon wichtig. Ein Weihnachtsgeschenk für meinen Schatz. Eigentlich sollte das ja privat bleiben, aber würde mir echt schwer fallen, das für mich zu behalten. In einer Beziehung, das ist wichtig. Ihre Kontaktdaten, das ist auch wichtig. Gut gemacht. Sie haben einen Chat-Account gefunden, das gestattet uns, alle Gespräche auf diesem abzuhören. Der Listener ist jetzt freigeschaltet. Neue Gespräche erscheinen dort automatisch, sobald wir sie abfragen. Ist es jetzt wichtig, dass sie quietschbunt ist? Nee, oder? Das hört sich halt komisch an. Können Sie ja auch erstmal überspringen, oder? Also eigentlich würde ich ihr... Gott, wieso habe ich hier keine Daten von ihr? Wie alt sie ist? Hallo? Der Listener. Okay. Ich glaube, ich muss die Sachen hier entweder deaktivieren oder annehmen. Omni, hast du jetzt schon Schluss gemacht? Bist du ausgerastet jetzt? Ich konnte es mir leider nicht mehr geben. Du warst mir zu hektisch. Da war mir zu viel Hektik, der Herr.
Also der Beruf vorher ist wichtig. Was hat sie denn vorher gemacht? Das würde ich gerne wissen. Interessant. Wir sollten herausfinden, was für ein Job das war. Oh, ja. Mobiliert. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Im Wunderland am Ende des Regenbogens. Also, die ist Gaga im Kopf, oder? Weil eine Adresse ist das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das deaktivieren soll oder mitnehmen soll. Was meint ihr? Oh, da ist was passiert. Hey du. Hey Josie. Ich kann meine Kreditkarte nirgends hin. Ich nehme mal an, du hast sie eingesteckt. Okay. Du hast mich, Sherlock. Ich bin gerade dabei, ganz Bonton zu kaufen mit der Platin-Kreditkarte, die ich bei dir hab mitgehen lassen. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Das kann aber auch ein Joke sein, oder? Ein Glück für dich, dass es mir egal ist, ob du das Geld zum Fenster rauswirfst, solange du Wein zum Abendessen mitbringst. Okay, nee, das scheint wichtig zu sein. Wein? Was hat Joseph Langley, mein furchtloser Anwalt und Rächer der Unterdrückten, jetzt wieder geplant? Ist wahrscheinlich nur was Geschäftliches mit einer seiner Lieblingsmandanten. Ja, ganz genau, absolut richtig. Es geht um wirklich wichtige Geschäfte, Cassandra. Habe ich mir doch gedacht. Sie haben ein Profil für eine zugehörige Person erhalten. Es ist über den Profiler zugänglich. Data Chunks erscheinen nur für Zielpersonen und können immer nur in deren jeweiligen Profil hochgeladen werden. Oder Profile. Ich pack wohl besser ein ganzes Fass Wein ein. Du musst diese Mandantin sicher gut einlullen, damit du mit so gewichtigen Geschäften fertig wirst. Eine Flasche sollte okay sein. Sie ist ein Fliegengewicht. Ja klar. Meinst du, ich sollte noch ein paar von diesen Partypillen von der Pharmaindustrie, auch bekannt als meine Eltern, holen? Ah. Interessant. Ihre Eltern? Pharma? Watergate Pharmaunternehmen, das klingt was. Da klingelt was. Uff, ja, vielleicht muss gerade los. Schreib dir später. Hab dich ganz so lieb. Achso, Moment. Ach komm schon, hab nur Spaß gemacht. Apropos, deine Eltern, hast du denen eigentlich mal von uns erzählt? Moment, sie ist mit dem Anwalt zusammen? Sekunde, sie hat die Kreditkarte ihres Anwalts gestohlen, wirklich? Wir sollten in der Lage sein, die Kreditkarte dieses Longley ausfindig zu machen und sie für ihn zu sperren. Erledigt. Nein, wirklich. Nicht der Rede wert, Mr. Longley. Ob das jetzt eine gute Idee war, die Karte zu sperren? Ich wusste nicht, dass er die Karte sperrt. Scheiße. Einstellung des Verfahrens lässt Manipulationsvorwürfe laut werden. Untersuchungen wegen schwerer Körperverletzung eines Polizeibeamten aus Mangel an Beweisen eingestellt. Nun gibt es Manipulationsvorwürfe gegen die Eltern der Angeklagten. Siegreich, der Anwalt der. Oh Mann! Orwell meldet mir gerade, dass sie auf im Konflikt befindliche Data Chunks gestoßen sind. Wenn die Inhalte von zwei oder mehr Data Junks nicht zueinander passen, werden diese als konfliktbefindlich angezeigt. Wenn Sie ein Data Junk extrahieren, das einen Konflikt aufweist, werden alle Gegenstücke automatisch ungültig. Bevor Sie fortfahren, rate ich dringend dazu, den Kontext des Konflikts zu ergründen. Die Entscheidung liegt allerdings bei Ihnen. Wenn eines der Data Junks einmal hochgeladen wurde, gibt es kein Zurück mehr.
Und der Fall, der das Zentrum der medialen Aufmerksamkeit in den letzten Monaten war, ist nun vorbei. Die Vorwürfe der schweren Körperverletzung eines Polizeibeamten gegen den Angeklagten, gegen die Angeklagte Cassandra W. ließen sich aufgrund mangelhafter Beweislage nicht erhärten, sodass die Ermittlungen gestern noch vor dem Gerichtsverfahren eingestellt wurden. Dies lässt jedoch weiterhin die Möglichkeit offen, den Fall erneut zu öffnen, sollten weitere Beweise vorgebracht werden. Der Anwalt der Angeklagten, Joseph Longley, begrüßt das Ergebnis. Es gab zu keinem Zeitpunkt greifbare Beweise für die Schuld meiner Mandantin. Zu absolut keinem Zeitpunkt, sagte der angesehene Anwalt bei einer Pressekundgebung nach der Entscheidung. Die Verteidigung hatte frühzeitig das als Beweis vorgelegte Videomaterial der Überwachungskamera in Zweifel ziehen können, was erheblichen Einfluss auf das weitere Verfahren genommen hatte. Indessen brachte die Verwandtschaft des Opfers ihre Enttäuschung über den Ausgang zum Ausdruck. Von ihrer Seite wurden die Vermutungen laut, die wohlhabende Familie der Beschuldigten habe zu ihren Gunsten Einfluss auf das Verfahren genommen. Das Opfer, ein Familienvater zwei jüngerer Söhne, wurde nach dem Vorfall Mitte Juli in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er bis zum heutigen Tag in einem künstlichen Koma verbleibt und nicht auf Behandlung anspricht. Ja, das ist jetzt stumpf, ne? Das war's mit der Folge und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, falls euch mein schwieriger Content gefällt und aktiviert natürlich die Glocke, um nicht zu verpassen. Ansonsten, bye, eure Nike.